Hallo liebe Zuschauer, ich heiße Jana Bitschewa und gerade jetzt mache ich ein Praktikum beim offenen Kanal Magdeburg. In der Ukraine bin ich als Journalistin bei der Redaktion für Minderheitssprachen tätig. Unser Fernsehsender heißt Sirius und wir machen die Sendungen für und über die deutsche Minderheit in Transkarpatien. Dieses Jahr feiern wir 290 Jahre des Herrschens von der Schönborn-Dynastie in unserer Region. Deshalb präsentiere ich heute sehr gerne Ihnen die kulturelle Erbe und die Geschichte dieser Familie. Die Schönborn-Dynastie in Transkarpatien. Welche Serbe hat der Grafe unserem Gebiet gelassen? Wer war von Schönborn und welche Geheimnisse hatte seine Familie? Ihren Ursprung führt die Familie auf ein Ministeradelgeschlecht zurück, das bereits vor 1180 zur rheinischen Ritterschaft gehörte. Der österreichische Kaiser, der den Aufstand des Mordorfürsten Franz Rákosi II. Im Jahre 1711 schenkte Palanka mit der Stadt Mukačevo Lothar Franz von Schönborn. Kaiser Karl VI. Übergab seinem Kurfürst Lothar Franz 1726 die Burg Palanok mit dem Gebiet um Mukačevo und Csenadievo im Königreich Ungarn. Ein Jahr später fiel er an dessen Neffen Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim. 1728 enthielt die deutsch-österreichische Adelfamilie Schönborn vom österreichischen Kaiser Burg und Stadt Munkács und Umgebung. Die sogenannte Domäne Munkács und St. Miklós umfasste insgesamt 152 Dörfer, 4 Städte, 15 Ortschaften und 14.000 Menschen. Graf Schönborn siedelte auch viele Deutsche an, die Schönborn-Franken. Er blieb bis 20. Jahrhundert im Besitz der Familie. Wer war Friedrich von Schönborn? Warum die Familie Schönborn ist so bekannt? Vielleicht finden wir jetzt die Antwort auf diese Frage. Граф Шенборн був не тільки дуже відомою, але і дуже впливовою людиною у свій час. Der Graf von Schönborn war nicht nur ein berühmter Mensch, er hatte auch großen Einfluss auf andere. Die Schönborn-Dynastie war dem Kaiserhof sehr nah. Sie genossen große Autorität. Deshalb spielte der Graf eine große Rolle bei der Bezwingung des Aufstands, die die Ungarn anzettelten, um ihr Land von der österreichischen Monarchie zu befreien. Er hat auch seinen Beitrag dazu geleistet und eine große Organisationsarbeit durchgeführt. So wurde mit seiner Hilfe dieser Aufstand bezwungen. So hatte sich der Graf vor dem Kaiserhof verdient gemacht und der österreichische Herzog hat ihm viel Land in Transkarpatien geschenkt. Am Anfang hat er dieses Land einfach nicht benutzt, weil er reich war. Er wohnte in Wien, der Hauptstadt von Österreich. Und ein bisschen später hat er dieses Land seinem Neffen geschenkt. Der Neffe lud viele Spezialisten und Topografen nach Transkarpatien ein und so wurde im Jahre 1740 ein Schloss aus Holz gebaut. Nachdem die Schönborn-Familie zurück nach Österreich flüchtete, wurde es schwer, Informationen über die Familie zu finden. Aber es ist bekannt, dass ihre Nachfahren später Csenadievo besucht haben. Sie haben vieles für sich beansprucht und wollten eine Entschädigungssumme bekommen. Aber es wurde später alles friedlich geklärt. Es ist bekannt, dass einer der Nachfahren der Schönborn-Dynastie, Christine von Schönborn, bei der Renovierung des Schlosses geholfen hat. Sie hat auch einen großen Beitrag zum Leben von Mukačevo und Csenadievo geleistet. Das wäre alles, was ich über diese Familie sagen kann. Zu einem Wunder des Transkarpatiens wurde auch der Berg von Schönborn. Er befindet sich in 30 Kilometer von Uschgorod in Vojvodino und man nennt ihn ein Portal zwischen den zwei Epochen des Transkarpatiens, der Donaumonarchie und der gegenwärtigen Ukraine. Diese 12 Hektare des Landes waren ein untrennbarer Teil des Österreich-Ungarns. Auf einigen historischen Details dieses Parks sollten wir natürlich besonders betonen.
Der Haupteingang ist ein großes Tor mit zwei Flaggen, österreichische und ungarische. Den Besucher des Parks von Schönborn begegnen zwei Wachen. Das sind die Installationen des Infanterieregiments Innsbruck, Österreich und des Husarenregiments Debrecen, Ungarn. Ein anderes Detail ist der Seetor mit einer kleinen Insel in der Mitte. Das Reservoir hat eine besondere Form. Es wiederholt die Konturen der Grenze der österreich-ungarischen Monarchie während ihrer Entstehung. Eine Insel in der Mitte des Sees kann auf einem hölzernen aristokratischen Fleisch erreicht werden. Das Wasser wird von 24 Laternen beleuchtet, die ein bestimmtes Symbol für die Zeit darstellen. Und das ist übrigens nicht das einzige Beispiel für die im Park erhaltene Symbolik. Beim Spaziergang durch die Straßen des Parks finden Sie 7 einzigartige Laternen, die 7 Tage der Woche symbolisieren, und 12 kleine Brücken, von denen jede einem bestimmten Sternzeichen entspricht. Es wurde auch im Park eine kleine keltische Skulptur vom Druide installiert, die die Traditionen von Uschgorod mit seinen winzigen Skulpturen unterstützt. Aber hier findet man nicht nur Grafen von Schönborn, sondern auch noch zwei Denkmäler. Das sind Herzogin Sissi und ihr Ehemann Franz Josef. Die Herzogin war eine der Leitfiguren im Leben von Österreich-Ungarn. Ihr Name war Elisabeth Amalie Herzogin in Bayern. Sie dient zu einem guten Beispiel und ein Symbol der Liebe, weiblichen Schönheit und Zartheit. Elisabeth von Bayern oder Sissi war die Ehefrau von Kaiser Franz Josef. Sie brachte 4 Kinder zur Welt und war die attraktivste und schönste Königin von Ungarn. Franz Josef ist nicht allein. Neben ihm steht ein Jagdhund, der den Kaiser auf der Jagd immer begleitete. Die Skulptur von Franz Josef im Park von Schönborn ist nicht nur ein neues kulturelles Erbe, sondern auch eine interessante touristische Attraktion für die Gäste von Transkarpatien. Um sich besser mit dieser Familie kennenzulernen, kommen Sie mit uns dort, wo Sie wohnten. Die Zeit läuft schnell, aber die Erinnerungen bleiben noch in unserem Gedächtnis. Jetzt bin ich in Chernadiewo und verspüre die Epoche der Donaumonarchie. Riesige Schlösser und reiche Tanzabende. Dachten Sie darüber oder nie? Jetzt versuchen wir das zusammen. Schließen Sie Ihre Augen und hören Sie aufmerksam zu. Ein Wundermärchen. Sie sind ein König oder eine Königin und möchten mit Ihrer ganzen Familie einen Spaziergang machen. Sie bummeln durch den großen Park und genießen Ihren Spaziergang mit einer Tasse Tee an einem schönen Tag. Das Schloss der Schönborn-Familie repräsentiert am besten die Epoche der Donaumonarchie. Dazu gehört auch eine einmalige Atmosphäre eines Landschlosses aus dem 16. Jahrhundert. Und jetzt machen Sie Ihre Augen wieder auf und öffnen Ihr Herz für die Architektur dieses Schlosses. Dieses Schloss genießt großes Interesse bei Touristen und Hiesigen. Es ist berühmt nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland als ein Jägerhaus des österreichisch-ungarischen Grafen Schönborn. Warum ist eigentlich dieses Schloss ein Jägerhaus? Die Schönborn-Herrscherfamilie, die dieses Schloss besaßen, wohnten immer in Wien, die Hauptstadt von Österreich. Dieses Schloss war für die Familie ein Ferienhaus. Hier gingen sie zur Jagd. Das Schloss sah früher nicht so aus, wie es heute ist. Die Entstehung des Schlosses ist mit einigen historischen Ereignissen in Transkarpatien eng verbunden. Unser Gebiet war früher ein Teil von Ungarn und dann der Donaumonarchie. Володар бувший так побудувати, щоб замку було стільки вікон. 365 Tage im Jahr, so viel Fenster und Türe im Schloss. 52 Wochen im Jahr, so viel Zimmer. 12 Monaten im Jahr, so viel Eingänge. Ein solcher Zeitzyklus ist sehr symbolisch für dieses Schloss und so lautete der Wunsch des Grafen. Замок цей не зразу був у такому, як він зараз виді. Спочатку тут на цьому місці стояв дерев'яний замок, побудований із дерева, і це було зроблено ще в 1740 році. Zuerst stand hier ein Holzhaus, das noch im Jahre 1740 gebaut wurde. Dieses Holzhaus war ca. 150 Jahre in einem guten Zustand und dann begann eine große Renovierung. Im Jahre 1890 war schon ein neues Schloss aus Ziegeln errichtet. Die Touristen können auch verschiedene Einzelelemente dieses Schlosses bemerken.
Das sind zum Beispiel die silbernen Fachreliefs, die einander ähnlich sind. Die Menschen denken oft darüber nach, welchen Sinn sie tragen. Aber die beiden haben nichts mit der Geschichte von Transkarpatien zu tun. Da wurde das Fest in Ehre von Dionys dargestellt. Dionys war in griechischer Mythologie ein Gott des Winzereis. Im Herbst, wenn alle Ernte schon eingebracht war, feierten Menschen und sangen die Loblieder in Ehre von Dionys. Die Familie Schönborn hatte auch eigene Wappen, wie alle Prominenten. Auf ersten Wappen ist eine große Zigzaglinie mit einem Löwe, der eine Krone mit dem Kreuz auf dem Kopf hat. Die Zigzaglinie symbolisiert das Gebirge in Transkarpatien und der Löwe Mut der Donaumonarchie. Das zweite Wappen hat großer Schild mit der Blume und Krone in der Mitte. Diese Blume ist edelweiß. Es symbolisiert Liebe und Mut. So besitzt dieses Schloss 7 solchen Wappen. Jetzt gehen wir zum zentralen Teil des Schlosses. In der damaligen Zeit war das ein Haupteingang für die Familie und alle ihre Gäste. Dann wurde der Eingang in die Mitte des Schlosses verlegt. Hier, anstatt dieser Laterne, war eine Glocke, die die Familie beim Gottesdienst meldete. Die Schönborn-Dynastie war sehr gläubig. Sie gehörten zur römisch-katholischen Konfession und hatten ihre eigene Kirche in diesem Schloss. Jetzt sehen wir den heutigen zentralen Eingang zum Schloss. Ich möchte gerne noch einmal auf die Besonderheiten der Architektur betonen. Dieser Teil des Schlosses ist größer als der andere Teil. Dazwischen ist ein Turm mit heiligen Bildern und da oben eine Glocke. Warum ist das so? Im großen reichen Teil wohnte der Hochadel und im kleinen Teil des Schlosses die Dienerschaft. In sowjetischer Zeit war die Region unter dem Druck. Deshalb wurde die Schönborner Kirche zu einer Bibliothek. So war es bis Jahre 1991, wenn die historische Gerechtigkeit gewonnen hat. Die Kirche ist jetzt aber griechisch-katholisch. Und jetzt gehen wir hinein. Ця зала відома як мисливська зала у мисливському замку Шенборні. Dieser Saal ist als ein Jägersaal bekannt. Hier waren die Bälge von Tieren, die der Graf Schönborn selbst getötet hat. Im Herbst 1944, die sowjetische Armee war schon da und die Grafen hatten keine andere Alternative als die Flucht zurück nach Österreich. Jetzt ist in diesem Saal nur die Feuerstelle und knackiger Kronleuchter. Es ist einzelartig, in Form einer Seejungfrau mit großen Hirschhörnern. Diese Seejungfrau ist die Göttin Diana. Der griechischen Mythologie nach war Diana eine Göttin der Jagd. Und wer hat dieses Schloss gebaut und eingerichtet? Und welche Ereignisse überlebte dieses Schloss? Lassen wir uns jetzt das erfahren. Hier waren die Musikanten, die zum Tanzen aufspielten. Von hier aus konnten die Gäste den Tanzabend beobachten. Und wer das schon getan hat, wollte auch gerne mittanzen. Auf dem Territorium des Schlosses ist auch ein schöner Park. Die Wörter und Bilder können leider nicht das beschreiben. Also lassen wir uns ein bisschen entspannen und die malerische Landschaft dieses Parks genießen.
So waren unsere Abenteuer folgen den Spuren von Ahnen. Und was haben die Ahnen uns noch vorbereitet? Darüber erfahren wir später.